Hallo Volleyballer und herzlich willkommen zu einem weiteren Top 5 Video hier auf www.volleyball.de. Heute schauen wir uns unsere Empfehlungen für die Zuspielposition an. Welche Schuhe, welche Modelle hier mit dabei sind, das erfahrt ihr gleich. Schauen wir uns einmal an, welche Art von Volleyballschuh für einen Zuspieler überhaupt geeignet ist. Der Zuspieler, dem gehört immer der zweite Ball. Das heißt, er muss wahnsinnig schnell auch auf dem Feld unterwegs sein, muss auch Bälle mal erlaufen, wenn die Annahme natürlich nicht ganz präzise gekommen ist, und braucht nach außen hin eine gute Stabilität, damit, wenn er sich in den Ball reindrehen muss, hier auch gut gesichert ist. Das ist unsere Auswahl für den Zuspieler. Schauen wir uns hier links einmal das neue Modell von Mizuno an, und zwar den Wave Luminous 2. Dieses Modell hat ein wahnsinnig angenehmes Laufgefühl, hier mit der neuen Mizuno Energy Technologie. Außerdem auch die Sohlenkonstruktion ähnelt schon fast die eines Laufschuhs, also hier wirklich ein guter Schuh für den Zuspieler. Von Essex haben wir hier in unsere Top 5 den Sky Elite FF in der zweiten Generation mit reingenommen. Auch dieses Modell hier mit dem Flypro-Material, ein sehr angenehm weiches Laufgefühl. Hier durch diese Verstrebung an der Seite bietet der Schuh auch eine gute Stabilität nach außen hin. Außerdem bietet der Schuh ein wahnsinnig flexibles Upper, also auch dieses Modell gut für den Zuspieler geeignet. Ein weiteres Modell von Essex hat es hier bei uns in die Top 5 geschafft, und zwar den Netburner Ballistic FF2. Dieses Modell hat im Vergleich zu dem etwas stabileren Sky Elite nochmal ein deutlich angenehmeres Laufgefühl. Auch hier ähnlich wie beim Luminous schon eher fast wie bei einem Laufschuh. Das liegt an der Konstruktion der Außensohle als auch wie an dem sehr angenehmen und gut gedämpften Flypro-Material. Von Adidas haben wir hier das Topmodell aus dem Volleyball, ein guter Allrounder, den Crazy Flight. Auch dieses Modell für den Zuspieler geeignet, hier mit der Boost-Dämpfungstechnologie. Aber was vor allem hier für den Zuspieler auch sehr interessant ist, dass hier vorne auch ein wahnsinnig schneller Antritt erfolgen kann. Das heißt, man kann hier schnell reagieren, kann gut laufen. Also auch dieses Modell hier wirklich sehr interessant. Und von Nike haben wir noch ein Modell mit reingenommen, und zwar den Hyper Ace 2. Ähnlich wie beim Crazy Flight hier vorne, diese schon wie beim Laufschuh ähnliche Konstruktion vorne in der Außensohle. Aber auch dieses Modell bietet natürlich eine gute Dämpfung mit der Zoom-Technologie und vor allem hier jetzt auch eine gute Stabilität im Mittelfußbereich. Das heißt, wenn ihr hier euch seitlich in den Ball reindreht, habt ihr hier auf jeden Fall einen guten Halt. Das ist unsere Top 5 der Volleyballschuhe für den Zuspieler. Unsere Empfehlung für die Saison 2021-22 ist hier der Newcomer in der Range, und zwar der Wave Luminous in der zweiten Generation. Hier hat sich zu seinem Vorgänger noch mal einiges getan. Diese Mizuno Energy Dämpfung Technologie, wirklich wahnsinnig komfortabel, angenehmes Laufgefühl hier mit dieser Sockenkonstruktion. Also das, mit diesem Modell habt ihr auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen. Was ist euer Favorit? Schreibt ihn uns gerne in die Kommentare, wir freuen uns über eure Meinung. Ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg in der Saison, macht's gut und bis zum nächsten Mal.